Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ach, Scheiße. Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Oh, diese Witze. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Crysis 3, jedenfalls. Oh je, Anzugsfehlfunktion, das ist nicht so cool. Seht ihr das an? Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Das ist sehr, sehr cool. Das waren diese Upgrade-Teile, von denen ich geredet habe. Sah so ähnlich aus wie vorhin. Jetzt haben wir nämlich auch dieses Menü hier. Wir haben aktuell vier Punkte, glaube ich. Wo werden die angezeigt hier? Verfügbar, Freischaltungen. Und da können wir uns jetzt irgendwie eine Combo zusammenbauen, die wir haben wollen. Irgendwelche Verbesserungen. Und da gibt es unterschiedliche Sachen von wegen Energie, Stealth, Panzer, Geschwindigkeit, System. Ich glaube, erstmal ist am wichtigsten, dass wir ein bisschen mehr Panzerung bekommen in unserem Panzermodus. Deshalb schaue ich mir nochmal genau an, was wir hier haben. 20% stärkere Panzerung, 20% weniger Sturz- und Brandschaden, 33% langsamere Bewegung. Alles klar, was ist das hier? Schnellere Bewegung? Also wir können immer nur eins auswählen, ne? Von pro Reihe hier. Das heißt, entweder hier leichte Panzerung, schwere Panzerung. Was haben wir hier? Dass man schneller im Rumklettern ist. Attentäter, schnellere Tarnkills. Ja, so Tarnkram, das würde ich sagen, machen wir uns erst später, wenn wir ein bisschen mehr Punkte haben. Also das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Erweiterte Tarnung, das ist ziemlich gut, aber das brauchen wir aktuell nicht. Waffenhandling, Superstärke. Schnellere Gesundheitsregeneration. Das ist auch ziemlich gut. Kugeleinschlagdämpfung. Schnellere Zurückwerfenerholung. Okay. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Reflexboost, Energieupgrade, Bedrohungsindikator. Und was haben wir hier? Super Tarnung, Ausdauer, rohe Gewalt. Okay, was ist hier? Warte, Ausdauer. Längere Sprintzeit. Also ich glaube, wir nehmen erst einfach mal das hier, weil das ist super, super gut, schwere Panzerung. Das können wir mal freischalten. Modul freischalten. Und dann haben wir noch eins übrig, dafür nehmen wir, was ist das hier? Schnellere Gesundheitsregeneration oder Kugeleinschlagdämpfung. Ich glaube, Gesundheitsregeneration ist gar nicht schlecht. Vor allem kritischer Gesundheitsboost, das ist auch gut. Ich glaube, das heißt so viel, dass man, wenn man ganz wenig HP hat, also beziehungsweise kurz davor ist drauf zu gehen, dass man dann noch ein bisschen länger überlebt. Ihr seht schon, jetzt haben wir vier Punkte hier in Panzerung investiert. Das ist ziemlich nice. Das können wir uns jetzt speichern hier auf unser erstes Teil, wobei hier die ersten zwei nicht freigeschaltet sind, also es funktionieren nur die beiden, denke ich. Und ja, das können wir dann auch direkt laden, also ist ja auch gerade geladen. Das können wir schließen und es wird neu gestartet. Ah, ich hoffe, das ist es wert. Genau, ihr seht hier unten links die zwei Panzerungsschilder hier. Das ist sehr cool, jetzt halten wir nicht mehr aus. Oh. Diese Landschaft. Da ist er. Der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Sieht so aus. Das ist ja leicht, wie ein Tropen ist. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilligenlager getrieben. Diese Sklaventreiber. Überprüfe Sektor 1 Delta 6. Sehr graf, der Hammer. Was auch mega cool ist, dass ich hier, also eigentlich ohne Lags, komplett aufnehmen kann.
mit durchgängig 30 FPS oder mehr. Das freut mich total. Weil ich fände es schade, würde man diese Grafik euch nicht zeigen können. Vorsicht, Minenfeld. Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Jungs, greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Alles klar. Das ist nicht immer so einfach. Ich kann auch scheinbar Fehler machen. Ab hier runter. Ganz ruhig, Minen. Wow. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Überprüfe Sektor 1, Delta 7. Oh, shit. Auf der Hilfe? Einfach. Arschloch. Ja, das anderes wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, außer Arschloch irgendwie. Nice. Aufpassen! Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Todesmal! Wenn's dich sieht, bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig. Kommt schon, traut euch, kommt her! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig. Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Ah, Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Alles klar. Dann machen wir mal den lustigen Teil, Leute. Okay, so sieht's aus. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1, Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1, Delta 0. Okay. Also Leute, unser Ziel ist jetzt... Sektor 1, Delta 2. Ich hab hier was. Das Gute ist, es geht, unentdeckt zu bleiben. Das war's. Packen wir unsere Sachen und nehmen uns den nächsten Sektor vor. Ich muss ja sagen, eventuell hätten wir doch unser Tarn-Upgrade nehmen müssen. Und nicht das Panzerungs-Upgrade, weil das Panzerungs-Upgrade bringt uns jetzt einfach rein gar nichts. Hier ist nichts. Okay, das war eine Niete hier. So, hier können wir irgendwas vor dem Turm verstecken, denke ich. Und unsere Energie aufladen. Dann gehen wir gleich nach da hinten.
Oh, fuck, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh nein, das war eine scheiß Idee. Fuck, 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 fuck. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Das ist wohl ein No-Go. Holy fuck. Okay. Eieiei. Ich hab das Gefühl, dass er uns hier gerade beschießt, dieser scheiß Turm. Ist jetzt zufällig was drin in diesem Teil, was man benutzen kann? Okay, nee, schade. Ja, ich dachte nicht, dass das so ein langer Weg wäre, hierher zu laufen, aber alles klar, dann ist es eben so. Bis da vorne, da sollte ich mich irgendwo verstecken können, glaube ich. Hallo? Oh. Okay, er schießt immer noch da hinten in der Turm, das ist gut für uns. Also wir können uns natürlich mal anschauen, was hier so ist. Das ist halt nämlich ziemlich, ziemlich tödlich, habe ich das Gefühl. Sektor 1, Delta 6 priorisiert. Ska-Ab-Mod 2. Ich glaube, ich bleib bei der Waffe, die ich aktuell habe. Die ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So, nicht, seh mich nicht, Turm, seh mich nicht, Turm. Sehr gut. Weil, also ich glaube, der Turm kann sogar einige Sachen hier zerstören in dem Spiel. Das heißt, wenn ihr mich sehen will, könnt ihr sogar mal sogar dieses gesamte Zugteil hier in die Luft jagen. Ihr wollt das sicher sehen, ich weiß. Aber ich fürchte, dass ich das euch nicht zeigen werde, weil dann bin ich ziemlich im Arsch, wenn er hier was in die Luft jagt. Ui! Okay, fuck, 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 fuck. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Heilige Scheiße. Magazin leer. Oh, wirklich. Das ist cool. So. Das ist lustig. Mist. Seth-Waffe. Vergiss es. Die nützt uns nichts. Sicher? Whoa, whoa, whoa. Magazin geladen. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, scheiße. Der scheiß Turm hat mich gesehen. Ich pack's nicht. Bolt Sniper. Ja, der Turm hat nachgeladen. Das ist das Problem, ne? Du bist ein Ernst. Das Problem ist, blendet jetzt nicht, glaube ich. Stirb. Scheiße. Wie machst du das? Mann! Oh, nein. Ah. Zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll! Okay, ja, ja. Du hast Zells Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nein, okay. Außer ein Minenfeld. Das kann ich ja auch nicht gebrauchen, aber... Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Zu Psychos stoßen. So, ich denke, es müssten hier gleich ein paar Gegner kommen. Von rechts. Kontrollpunkt erreicht, das ist gut. Sektoren sicher, vorrücken und schießen. Ganzlinger 2-1, hier Actual. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Over. Verstanden, wir sind gleich im Zielgebiet. Over. Funkverkehr. Was für Stalker? Die hören sich unseren Funkverkehr an. Holy shit! Die Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Wenn ich noch eine scheiß Alienwaffe habe, wieso soll ich meine elektrischen Pfeilspitzen benutzen? Aufpassen, Prophet. Cell-Verstärkung nähert sich. Okay, ich habe keine Munition mehr für das Teil. Aber diese Alienwaffen sind einfach mega OP in dem Spiel. Also richtig okay. Das hat irgendwie ein Helikopter. Ach, da hat der Gegner abgesetzt, was? Ja.
Oh nein, meine Energie. Oh, scheiße. Okay, fuck, sie wissen, wo ich bin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich tief line. Die Spraywaffe auf Doom benutzen. Die gesamte Vegetation ist so cool in dem Spiel. Hi. Wo bist du? Das ist voll die Noob-Strategie, die wir hier gerade machen. Gott sei Dank benötigt der Panzermodus, wenn man einfach nur aktiv hat, nicht viel Energie. Das ist bei der Stealth heftiger. Wartet, machen wir es so. Oh, das ging schnell. Oh, was war das denn gerade eben? Ja, ihr seht schon, man kann die Umgebung zerstören im Spiel. Zumindest nur teilweise, aber man kann's. Warte. High Caps, Gabi. Wir müssen immer diese Waffen aufsammeln, weil das Coole an denen ist, dass man damit Sachen freischaltet. Weil ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Visier. Wir haben High Cap Magazin drauf. Und da kriegt man auf Dauer dann lauter Upgrades. Ja, das hast du gut. Gut. Ah, hoppala. Das ganze Teil von zusammenbrechen. Alright. Alrighto. Und was haben wir hier? Noch ein paar mehr Granaten, das ist natürlich cool. Da vorne ist Psycho, oder was? Oh, hier wären sogar so ein paar Explosivfässer gewesen. Ach ne, jetzt müssen wir nach da hinten, okay. Kann ich jetzt nicht nach da hinten durchgehen? Ich meine, da war so eine 6 Sekundär-Quest. Werden in deiner Nähe abgesetzt. Ich wusste doch, dass hier die Sekundär-Quest ist. Genau. Die ist ziemlich cool, da gibt es mich gleich voll die mega geilen Waffen. Hier sind gerade mal zwei Leute, die diese Waffen beschützen. Alright. Das eine war sogar so ein mega fetter Cell-Typi. Der ungefähr mega viel aushält, aber. Ist an den Alpha Jackal. Das ist so eine automatische Shotgun. Die macht ziemlich viel Schaden. Ist halt eine Shotgun, ich spiele Shotguns eigentlich nie in dem Spiel. Ach ja, stimmt, das ist ein mega großes Magazin, das ist ganz cool. Okay, hier was zum Aufnehmen, die Daten sammeln. Was, wo die eigentlich die einigen coolen Sachen da drin sind, das sind diesen Container teilen hier. So, aufpassen, dass jetzt hier diese Teile mich nicht treffen. Aha, ein Nanosuit-Upgrade-Paket. Das ist cool. In Position und warte. Wofür benutzen wir das denn? Ich glaube, wir müssen uns erstmal einfach einen Teil voll machen, dass wir es mal benutzen können. Wir müssen einfach mal das hier. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Modul freischalten. Das sind die ganzen Einschläge von den Kugeln nicht mehr so heftig. Alright. Ihr seht schon diese mega Geschwindigkeit, diese mega Sprünge, das sind alles auch so Sachen hier, die der Nanosuit einem ermöglicht. Ich muss auf die Uhr schauen, dass wir ja nicht die Folge zu lang machen. Das eigentlich, es geht beim Let's Play ist nämlich ziemlich gut, so zu schauen, wie lange eine Folge geht. So. Psycho, hallo, da bin ich wieder. Hui. Dieses Rutschen ist so cool. Hey! Wo hast du die Knarre her? Das ist nicht wichtig. Mann, ich hoffe, du weißt, was du tust. Komm schon, wir kürzen durch die Tunnel ab zum Zugdepot. Das ist eine normale
Panzermodus. Whee! Warte, ich bin gleich da. Das ist... Oh cool, hat sie abgeseilt. Das ist auch eine Option, ne? Okay, so, das war ein bisschen tricky, dieser Bereich. Da gab es nämlich ein paar Sachen, die ziemlich nice sind, ein paar Sachen, die nicht ganz so nice sind. Aber wir müssen auf jeden Fall hier lang. Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation, deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? So, er geht nach rechts, das heißt, wir gehen mal nach links. Okay. Oder geht noch, kommen wir gar nicht lang. Okay. Wir nähern uns einigen Zellpatrouillen. Genau, er will jetzt hier lang gehen, aber wir gehen mal hier lang. Ja, weil hier wäre es ein Pfeilvorrat, aber der Bogen ist voll, ne? Ah, damn, das ist ärgerlich. Es gibt schon so einen geilen Pfeilvorrat. Gibt es irgendwas Unterirdisches Cooles? Ne, ich denke nicht. Schade, das weiß man immer nicht, wenn dann irgendwie wieder ein Pfeilvorrat kommt. Aber du machst hier den ganzen Lärm, was sagst du? Nicht so laut, verdammt. Wir müssen außenrum. Wir müssen außenrum, alles klar. Sierra 2, in Position gehen. Ich meine, ich hab schon so einen... Meinst du, das haben sie gehört? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Vorsicht, die haben einen unserer Türme. Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. Oh, hier sind einige Gegner. So, das ist relativ simpel, wie wir das jetzt hinkriegen werden, Leute. Wir schleichen uns erstmal hier hin. So. Weil bis die Energie aufgeladen ist. So, gehen hier raus. Und hacken deren Abwehrgeschütz. Zack. 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 Drei Leute hat sie gekillt. Vier Leute hat sie gekillt. Fünf Leute. Oder? Fünf Leute. What? Lol. Also, ich sehe schon, das ist mega OP, das Teil zu hacken. Ich hab das Geschütz erledigt. Nein, die haben mich gesehen, oder? Scheiße. Nein, 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 die werfen EMP. EMP kommt! EMP ist mega scheiße. Okay, fuck. Hier ist ein bisschen wenig Deckung, muss ich sagen. Also wenn ihr das fast in die Luft jagt, ist das ein bisschen scheiße. Deine Tarnung rettet dich auch nicht, Arschloch! Bravo, bewegt euch! Ich beschäftige... Granate, Granate! Ist sie runtergefallen? Nein. Ah, fuck, okay. Hätte ich ein bisschen länger aufladen müssen, glaube ich. Okay, fuck, so weit kann ich doch nicht werfen. Was zur Hölle trifft sonst nicht, glaube ich. Hi. Ich geb dir Feuerschutz. Heilige Scheiße. Warte, ich glaube, ich tue mal. Ich nehme mal eine andere Pfeilspitze. Oh nein, EMP. Na gut, fuck off. Hab ich trotzdem meinen Freund. Ja, komm hoch. Okay, fuck. Nope. Das war gar nichts. Okay. Ja, im Vorhalt mich voll scheiße in diesem Spiel.
Ah, doch, da hab ich ihn, da hab ich ihn. Leute, wundert euch nicht, dass ich hier ein bisschen verschwenderisch mit den Fallen umgehe gerade. Ich denke, ihr solltet wissen, wieso. Ah, da, Jürgen. Hat noch irgendjemand überlebt? Nope, nein. Sehr schön. Dann werden wir nämlich noch ganz schnell jetzt zurücklaufen. Weil wir haben uns ja gemerkt, dass wir hier Pfeile hatten. So. So macht man das. Man muss nämlich sich immer ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, wo man irgendwelche Munitionsvorräte hatte. Wie gesagt, diese Pfeile sind total gut, aber ich benutze sie halt nur, wenn man wirklich sicher ist, dass man hier in der Nähe... Oh, Granaten. Dass man in der Nähe die wieder auffüllen kann. Warte. Weil die ist gerade eine Fly mit mehr Magazinen, oder was? Ey, warte, wo waren die? Nicht blöd. Hier. Special Ops Fly. Was haben wir jetzt zur Auswahl? Rotpunktvisier. Nee, Laservisier. Ich weiß nicht, weil durch Laservisier kann man nicht mehr gleich ranzoomen. Das ist ein bisschen das Problem. Was haben wir hier? Doppelmagazin. Ja, ich glaube, es ist gar nicht schlecht so. Jetzt auch noch ein bisschen Munition von dem normalen Kram. Das ist ziemlich cool. So. Ich sichere dich, Prophet. Danke, Psycho. Du sicherst mich. Das ist voll das Jump'n'Run hier. Voll der Hürdenlauf. Bam! Also der Mega-Jump ist voll episch. Yo, Schätze, die haben uns gehört. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es schon eine halbe Stunde um ist, um dass es in etwa diese Folge sein wird. Was zum Teufel ist hier passiert? Könntest du noch einen Cliffhanger machen, ja? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schau mich mal um. Können wir das rausfinden? Warte. Was machen wir jetzt? Wir schauen mal kurz Story-Informationen. Was hier hat? Trooper auf der Halle. Nachrichten. Oder war es hier? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, warte. Das war schon hier, oder? Auf ein verschiedenes. Keine Ahnung. Nee, also herausfinden, wie sie starben, ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit hier, aber naja. Jedenfalls, was ist mit dieser Folge? Wenn ihr sie cool fandet, dann liked sie doch, das würde mich sehr freuen. Ist auch mein erstes Singleplayer-Aufnahmeprojekt hier, aber Mats hat es ja schon mit Battlefield 4 gemacht. Ich dachte mir, muss ich auch mal sowas machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, liked und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir weitermachen mit Crysis 3. Bis dann. Tschüss.